Das soll mir jetzt bloß keiner erzählen, ich finde die Gebrauchsanweisung in meiner Sprache nicht. Ja, das ist unsere deutsche Gebrauchsanweisung, räumen wir den Rest mal weg. So, wir haben noch Wärmeleitpaste. Wer es noch von gestern nicht weiß, wir nutzen unsere Wärme-Grizzly-Wärmeleitpaste. Warte mal. Matthias, was ist das für ein Brett? Das ist ein MSI X570 Edge Wi-Fi. Gaming Edge Wi-Fi, was wir hier haben. Was für CPU? Ein Ryzen 5 3600. Frage, wie viele Klammern für die CPU hat der Kühler dabei? Wie viele Klammern für die Lüfter hat der Kühler dabei? Ich habe 4 Klammern jetzt. Also du könntest theoretisch noch einen Lüfter dran machen. Theoretisch könnten wir noch einen Lüfter verbauen, genau. Das habe ich nicht. Genau, ich so, glaub, im Browser glaube ich nicht. Aber ich glaube, das ist für die meisten auch interessant hier. Also wie gesagt, wer möchte, kann auch im TeamSpeak contact@gaminglodge.de gerne mitreden oder Fragen stellen zu dem System. Ich glaube, das ist so ein bisschen, was die Sache ein bisschen interessant macht. Wie gesagt, ihr könnt auch jederzeit gerne Feedback dalassen, wie euch die Geschichte TeamSpeak, also dass die Leute mithören, also mitreden dürfen und zu hören sind, wie euch das gefällt oder ob man lieber Streams machen sollte, die halt, ja, wo ich halt nur zu hören bin. Genau, wir haben ja gerade erst angefangen, unsere Community gibt es ja erst seit 1,5 Monaten, also wir sind am Aufbau. Wenn euch solche Streams gefallen, ich sehe mal, dass meine Kamera so ein bisschen leckt. So, gut, jetzt haben wir schon mal das Mounting Kit installiert, so dass wir halt nachher den Kühler... So, da holen wir jetzt mal unser Prozessor von hinten, der steht ja bei uns noch hinten. So, ah, oh, Prozessor traue ich mir gar nicht einzubauen. Da stehen Sie Spaß oder nicht? Nein, tut mir leid. Verstehen Sie Spaß, nein, danke. Matthias, baust du nur ZAM oder machst du dann auch Windows-Installation ein paar Tests? Genau, das ist morgen, das steht auch oben in mein Overlay drin. Wir machen morgen Overclocking, morgen ab 19.30 Uhr. Also wer mit dabei sein möchte, ich gehe mal von aus, dass der PC nachher funkt. Ich stelle ja gerade mal fest, wir haben jetzt eigentlich sogar noch einen CPU-Kühler denn übrig. Tada! Ich fand ja meine Idee, die ich hatte, ja eigentlich relativ cool, aber das Problem ist, meine Idee scheitert gerade so ein bisschen. Wir müssen theoretisch uns noch einen Streaming-PC zusammenbauen, eine bessere, weil ich gerade sehe, mein Prozessor freut sich. Der läuft doch voll Last, also wenn ich jetzt vor allem mit allen drei Bildern hier arbeite, das ist schon für den schon eine Hausnummer. Genau, da sind unsere G-Skill. Und K. Ah, schön glänzend. Oh, sieht die herrlich aus. Sind die aber nicht schön? Ja, nein. Trauma. Max, sind die aber nicht schön. Ihrer Pack oder nur die zwei? Das ist nur die zwei. Ich bin. Jetzt User left your channel. Vor, Avengers RGB Pro. Jetzt muss ich gerade mal selber gucken, wenn da noch so Luft da vorne ist, ob ich die in die erste Rampe kriege oder nicht. Doch, prinzipiell würde es passen. Locker. Aber die zweite und vierte würde halt bestimmt cooler aussehen, weil man halt mehr davon sieht. Wir können ja, wir können ja beides probieren, ist ja überhaupt gar kein Thema. Daran soll es bei uns nicht hapern. Das Schlimme an einem Livestream ist halt immer, hier ist alles echt. Also hier gibt's ja. Wenn ich hier Mist baue, dann seht ihr das auch. Spaß an der Freude. So, genau, für die Leute nochmal zu mitschreiben, die noch nicht bei uns im Teamspeak sind. Ihr könnt gerne mit auf dem Teamspeak-Call dabei sein. Ihr müsst euch aber verifizieren lassen von unseren Supportern, damit ihr diesen Bereich betreten könnt. Dann habt ihr hier auch mit Spracherecht, im wahrsten Sinne des Wortes. Mit Rückseite aufmachen. Achso, ja, der PC hat also ich auch mit User left your channel. Sieht man sogar oben eine kleine Lüftersteuerung mit an Bord, die wir aber nicht nutzen werden, weil wir machen alles nachher übers Mainboard. Lass dich überraschen. So. Ist das eine Taste oder was ist das? Ja, das ist irgendwie so ein sehr so Art Touchscreen-mäßig gemacht. Ah, okay. Schätz mal so eine 3-Stufen-Regelung werden wir dazu haben. Nicht aus Metall oder wie? Das Gehäuse? Oben? Ne, ist Kunststoff.
bauen wir natürlich noch den Frontlüfter aus. Warte mal, ist das P400A? Ist das P400A, korrekt. Ich wollte das eigentlich unbedingt mal testen, wie das Gehäuse ist. Bevor du es dir kaufst, tust du es deinen Kumpel andrehen, ne? Genau. Wir brauchen ja irgendwelche Probanden. Die es mal austesten. User joined your channel. Wir bauen 2x140mm von Comic Quiet rein. Wir haben jetzt die neuen Shadow Wings hier. Also nicht die weißen, sondern wir behalten das schwarz bei. Weil der PC soll im Endeffekt so einen schwarzen Patch bekommen. Erst sollte es ja gar kein beleuchteter Arbeitsspeicher werden, aber ich habe meinen Kollegen überzeugt, wir bauen doch beleuchteten Arbeitsspeicher ein. Das macht einfach ein bisschen was her. Ah ja. Sind das normale Gehäuseschrauben? Nee. BeCrypt benutzt ja dieses Stecksystem, das kann ich auch gerne mal zeigen. Ich habe eine Fliege im Zimmer. Ne, ist ja ein ganz großes Kino. Du hast hier diese Pins. Die steckst du im Endeffekt nur rein, also keine Schrauben. Naja, nee, das kenne ich von Silent Wing 2. Genau, das sind einfach nur diese Stifte. Ist wie bei Silent Wings, ja. Das sind wirklich reine Gehäuselüfter, also. Ja gut, doch, kann ich zeigen. Ist kein Static Pressure Lüfter, sondern ein Airflow Lüfter, genau. Okay. Also wir haben hier hinten mal, ich hole jetzt mal die Radiatoren, das sind jetzt hier drei, das sind zum Beispiel drei Silent Wings 3 Lüfter, die hier drauf sind, auf dem Rad. Man sieht halt, dass sie wirklich eine quadratische Form haben, die kannst du natürlich wunderbar für Radiatoren verwenden. Ich kann ja jetzt im Vergleich nochmal den Shadow Wing, den anderen noch dazulegen gleich. Silent Wings habe ich selber bei mir im Gehäuse drin. Oben. Genau. Auf dem Radio sitzen, das passt schon. So, das wäre zum Beispiel unser Shadowing. Man sieht es auch an die Anzahl der Lüfterblätter. Die sind nicht geeignet im Endeffekt für Radiatoren. Der Silent Wings 3, also oben ist 120, unten sind 140. Nicht von der Größe irritieren lassen. Aber man sieht schon den Unterschied. Silent Wings 3 Lüfter können sowohl als Gehäuselüfter als auch als Radiatorenlüfter verwendet werden. Die Shadowings. Sollte man prinzipiell nur für Gehäuse verwenden. So. Aber theoretisch kann man alles mit alles probieren. Muss man einfach so sagen, wie es ist. So. Achso, was sogar sein kann, der Kollege, der den PC kriegt, dass er sogar den Stream mit anguckt. Der heißt Robert. Also Robert, wenn du siehst, ich baue gerade deinen PC zusammen. Ob alle Distanzhalter da sind, wo sie sein sollten. Was halt wieder hier schön ist, die IO-Blende, wer PCs gebaut hat, die IO-Blende vergessen einzubauen. So, Netzteil, was haben wir? Es sollte ursprünglich ein C-Sonic-Netzteil sein. User was moved out of your channel. Aber? Das ist doch ein BeQuiet-Netzteil geworden, weil die Firma das Netzteil nicht mehr, das andere Netzteil, was ich haben wollte, hatten sie nicht mehr.
Jetzt ist es halt, ich kann es ja mal reinhalten. Es ist ein Straight Power 11 wieder geworden. Einer meiner Lieblingsnetzteile. Schon etliche Mal verbaut schon. Also wie gesagt, ihr könnt ja selber sagen, was für euch interessant ist vom Netzteil. Also welches Netzteil ihr zum Beispiel verbaut oder spielt. Ja, das unterschätzt halt. Also unter viele kommen da mit Netzteil um die Ecke, wo ich einfach mal so denke, was wollt ihr denn machen mit dem PC? Achso, was hier, weil viele kaufen sich ja zum Beispiel mal gesleevte Kabel. Das finde ich an den Straight Power halt schön. Ihr könnt es mal in die Kamera legen. Die Kabel sind alle schwarz. Also du hast nicht diesen Das ist Sonic auch. Nicht diesen Farbzirkus, was wir hier haben, dass du halt an den Stecker halten halt, dann halt die Farben siehst, das Kabel ist so gesleeft, aber die Kabel selber sind halt dann halt mit den Farben. Das haben wir hier natürlich nicht. Wie gesagt, wir haben ja ein Vollmodular-Netzteil wieder hier. Also die Kabel, die wir brauchen, schließen wir an. Die Kabel, die wir nicht brauchen, lassen wir weg. Ganz einfaches Prinzip. Wir haben... Das sieht wirklich geil aus. Wir haben ein Bequiet-Netzteil. Ein Straight Power 11 mit 650 Watt. User was moved out of your channel. Ich finde ja diese Lamellen hier oben, die sind ja so leicht silber angehaucht. So haben wir so leichten Schwarzton. Ich finde die einfach total geil. Also optisch gesehen ist das Netzteil echt eine Wucht. Also mir gefällt es halt optisch. Nachteil ist halt, man sieht es nachher nicht. Weil wir haben ja eine Netzteilabdeckung. So, da pflastern wir mal das schöne Ding rein. Ich baue mal nur mal schnell Netzteil ein. Weil ohne Moos nichts los. Also ohne Strom nichts los. So, wir waren jetzt gerade dabei, RTX, wie gesagt, die Kabel jetzt alle erstmal an uns zu schießen, damit wir das Kabelmanagement ein bisschen ordentlich haben und den Part fertig haben. So. Ja, weil das immer ein Krampf ist, ich habe ja auch Wurstpfoten, gebe ich ganz ehrlich zu, den Nachpinstecker da jedes Mal reinzukriegen. So. Haben wir die Kabel auch erstmal dran. Jetzt, was verbauen wir eigentlich an Festplatten? Das Thema hatten wir gestern. Wir können es ja mal ansprechen. Mit meinem schönen Stapelhaufen hier. Wir verbauen einmal eine 79 Evo Plus von Samsung. Und wir verbauen einmal eine 860 Evo. Das sind unsere beiden SSDs, die wir hier in den PC verbauen. Ja, genau, das wäre auch mal ein interessantes Thema. Sagt die NVMe SSD, ist es für euch ein Muss oder sagt ihr, nee, brauche ich nicht, ich sehe da keinen Mehrwert drin? Das würde mich halt auch interessieren, weil die natürlich auch ein wenig mehr Geld kosten als die normalen SATA SSDs. Genau. Für die es interessiert, ich baue jetzt gerade die SSD in so einen Schlitten ein. Also, das ist so ein normale SSD-Schlitten. Da wird nachher die SSD einfach nur noch reingesteckt und arretiert, also relativ einfach. Das Ding wird jetzt einfach mit vier Schrauben hier drinnen fixiert. Dann können wir es halt schon anschließen und dann ist sogar die erste SSD schon drinnen verbaut.
Jetzt schließen wir die SSDs noch. Die SSDs, ist ja nur eine SSD hier auf der Rückseite. Wie viele? Also ist das daher mal noch ein Kabelmanagement? Das nennt man qualitativ hochwertige Portierung. Nee, hey, das machen wir natürlich noch schön. Das ist jetzt einfach nur erstmal ja, hingeknallt. Erstmal alle Kabel rein. Also mache ich es prinzipiell. Wir finden alle Kabel da an dem Platz sein, wo sie sein sollen. Und dann werden wir das auch noch ein paar vernünftig managen. So. Jetzt werden wir als nächstes noch unsere SATA-SSD, unsere NVMe-SSD gleich noch verbauen. Und zwei, im Endeffekt ist sogar, ist egal, welche man sogar nimmt. Wir nehmen aber die oberste, ja, es ist ein Kühlkörper. Das ist ja so ein komplettes NVMe-Shield, also Kühler. Der ist mit drei Schrauben fixiert. Also wir haben da eine Schraube. Wir haben da eine Schraube. Und wir haben da eine Schraube. Achso, wir entfernen mal die Folie vom Lüfter. Also wir haben noch eine Folie zu versteigern, wer eine Folie haben möchte. Ja. Vielleicht als Aufkleber für zu Hause. Ja, mit iFixit. Da bin ich noch nicht so weit. Ah, vielleicht kommt da ja später nochmal was. Hier haben wir jetzt unsere NVMe-SSD, also ist relativ klein. Warst du das Wort ist klein? Aber wie gesagt. Klein, aber schön und ja. Viel Technik. Ja, man muss sagen, also wie gesagt, ich habe. Mathieu, die Größe macht's nicht, das weißt du doch. So, wer es noch nicht gemacht hat, ihr dürft euch nicht wundern. Die SSD, meine NVMe-SSD, die schiebt man ja so schräg rein und drückt sie nach unten, dass so eine gewisse Federkraft entgegenwirkt. Ob man das Gefühl hat, man bricht die SSD gleich. Nein, keine Angst, das ist hier nicht der Fall. Da passiert absolut gar nichts. Ich suche jetzt im Endeffekt nur nochmal mein Mainboard. Genau, weil wir brauchen da nämlich. Ist auch sehr interessant bei MSC, bei dem Mainboard. Man hat die Schrauben, also die M2 SSDs, die Schrauben in extra kleine Tütchen gepackt. Also man hätte sie meiner Meinung nach auch gleich hochschrauben können. Aber es macht jeder, wie er das für richtig hält. Aber wir wollen ja alle CO2-neutral werden. Also Feedback an MSI. Ab sofort keine Plastiktütchen. Schrauben direkt aufs Mainboard. So, wie gesagt, wer so eine Schraube schon bei der Hand hat, das ist ja wie gesagt filigrane Meisterarbeit hier. Magnetstaubenzieher regeln. Ja, muss man auch aufpassen. Kann man natürlich nutzen. Für solche Sachen schon, ja. Außerdem kennst du ja den alten Trick, ne? Neodym-Magnet einfach einen Schraubenzieher ranklemmen. Ja, ja, das ist nichts Neues für mich. Genau, wir machen mal den nächsten Schritt jetzt hier. Wir werden jetzt mal die Lüfter mit verkabeln. Wie gesagt, wir haben zwei Lüfter an der Front und einen Lüfter am Heck. Die Lüfter an der Front. Die werden mit einem Y-Kabel zusammengeführt, das heißt, die kriegen beide nachher das gleiche PWM-Signal und drehen halt exakt immer gleich schnell. Man kann natürlich auch durch die Anzahl der Lüfteranschlüsse das bei Bedarf natürlich auch einzeln machen, wer das gerne möchte. Würde ich aber halt nicht immer zu umständlich, ich nehme halt immer ganz gerne Y-Kabel, um das entgegenzuwirken. So, da haben wir den ersten Lüfter dran. Wir haben hier im Endeffekt unser Y-Kabel, also wir haben ein 4-Pin-Kabel auf 3x4-Pin. Man könnte theoretisch für die Zukunft noch einen dritten Lüfter ranhängen. Für die Leute, die es interessiert, man sieht es vielleicht, ich kann es ja mal in die Kamera halten. Komm, wäre das scharf. Dass von den drei 4-Pin-Lüfter einer wirklich ein 4-Pin ist und die anderen beiden nur ein 3-Pin ist. Warum ist das jetzt eigentlich so? Im Endeffekt relativ einfach. Es liegt einfach daran, dass nur von einem Lüfter das Tachosignal abgegriffen wird, um zu wissen, wie schnell die Lüfter sind. Heißt im Klartext, wer jetzt sagt, ich habe da noch einen Lüfter übrig und man hat drei verschiedene Lüfter dran,
wird nur die Lüftergeschwindigkeit angezeigt von dem einen Lüfter, wo halt der 4-Pin-Kabel dran ist, nicht wie von den anderen. Nur so als kleine Information vorne weg. So, deswegen sollte man immer, meiner Meinung nach, immer die gleichen Lüfter verwenden. Ist kein Muss, aber wäre sinnvoll. So, wir werden das wie gesagt alles in den Hinterraum, also hinten verstecken, damit man nachher so wenig wie möglich sieht von den Kabeln. Da wurde ja schon angesprochen, das Kabelmanagement. Ja, wie gesagt, das machen wir noch. Das wird noch alles schön und hübsch. So, jetzt gucken wir mal, wo unten die Lüfteranschlüsse sind, damit wir das Kabel auch in der richtigen Stelle am besten durchführen. Ich überlege gerade, ob wir noch den Lüfter was runterkriegen, aber ich glaube nicht. Ich habe jetzt auch leider, glaube ich, keine Verlängerung auch mehr hier. Genau, wir ziehen jetzt nochmal die Schrauben nach von den CPU-Kühler, von den Halterungen. So. Genau. Wir werden jetzt kommt wieder ein sehr interessantes Thema für viele Leute. Wir haben jetzt hier die Thermic Wiss, die Wärmeleitpaste. Wie würdet ihr die Wärmeleitpaste auftragen? Da streiten sich ja immer da wird sich immer drum gestritten. Genau, also prinzipiell, ich mache es ich benutze halt die Thermic Wiss Wärmeleitpasten. Wir haben ja vorne diese kleine, ich nenne es jetzt mal zum Verteilen. Die kommt ja hier vorne raus und dann kann man das wunderbar dosieren und verteilen. Das machen wir jetzt einfach mal bei unserer CPU hier. Ja, was weniger mehr, was wir natürlich nicht wollen, ist, dass halt die Wärmeleitpaste überquillt und Richtung Sockel kommt. Erstmal sieht es nicht schön aus. Genau, wie gesagt, einmal schön verteilen, wie so ein kleiner weißer Teppich. Oder grau ist er ja so ein bisschen mehr. So, jetzt haben wir so diese Wärmeleitpaste jetzt verteilt. Für alle. Das Thema hatten wir auch bei uns in der Community jetzt schon öfters. Das Thema CPU-Kühler. Auf die CPU-Kühler ist prinzipiell entweder eine Plastikabdeckung drauf, also so ein, aus Plastik so eine Haube. Oder wie bei uns jetzt ein Stück Folie, dass wir die Folie entfernen. Weil später bei Tests oder so oder beim Lauf werdet ihr euch wundern, es riecht sogar komisch oder ihr habt hohe Temperaturen oder ihr wollt halt irgendwas testen oder Benchmark und so, der PC ruckelt oder so, ist halt blöd. Mathieu, ich habe mal kurz eine Frage. Das hier ist das Gaming Edge Wi-Fi, ne? Das ist Gaming Edge Wi-Fi, ja. Würdest du das dem Aorus Elite vorziehen? Da hatte ich beide Boards gehabt, also beide Boards angeguckt. Man muss ehrlich sein, das Elite ist wirklich für die Leute, die das Thema Overclocking halt bevorzugen. Als Beispiel jetzt mal. Die das da bevorzugen. Ich habe mich für das MSI-Board entschieden. Einmal wegen die bisschen schönere RGB-Beleuchtung und auch das Thema USB-Anschlüsse. Also das könnt ihr mal vergleichen. MSI-Board besser ausgestattet. Und weil wir uns natürlich für eine 3600er entschieden haben, war uns halt nicht notwendig, eine gute Spannungswandlerversorgung war für uns nicht das Hauptkriterium bei der Wahl des Mainboards. Wer jetzt natürlich sagt, pass auf, 3800X oder sowas, da würde ich auf jeden Fall, und man will halt sagen, ich will einfach ein bisschen overclocken, ich will gucken, was kann ich, was schaffe ich, um halt eine solide Grundbasis zu haben. Würde ich theoretisch, weil ich will mir selber auch noch ein AMD-System bauen, also privat selber, dass ich dann auch Richtung
3700X und dann halt mal gucke, was da für Mainboards gibt. Weil prinzipiell so meine persönliche Schmerzgrenze bei Mainboards liegt halt so um die 220 Euro. Also wenn da jetzt wirklich Mainboard dabei ist, okay, dann wo es sagt, hey, da lohnt sich halt 10 Euro mehr auszugeben. Gar kein Thema, mache ich gerne mit. Aber es muss dann schon wirklich was sein, wo man sagt, hey, musst du unbedingt haben. So, hier bei dem CPU-Kühler versuchen immer gleichmäßig die Schrauben anzuziehen, wegen Verkanten oder so. So, hier nochmal. Also ich muss ehrlich sagen, ich montiere zum ersten Mal den Darkrock 4, also ist das erste Mal, dass ich den verbaue. Die Montage ist echt geil. Also, muss ich ehrlich sagen, gefällt mir echt gut. Ist nicht schwierig. Ja, ein bisschen lang Schraubendreher sollte man haben, wie bei mir jetzt gerade, aber... War da nicht ein Schraubenzieher dabei von Big White? Nee, bei dem Darkrock... Nee, der kommt nur bei den fetten Modellen. Nur bei dem Profi ist er mit dabei, wo du dann halt von oben hier durchstichst. Du machst ja dann halt die oben so eine Kamera ab. Ja, genau. Das kenne ich. Genau, das haben wir jetzt bei dem halt nicht, weil es ja auch keine Notwendigkeit ist, das zu haben. Oh. Muss ich ganz ehrlich hasse, sind wirklich diese Spangen hier für die Liftermontage. Warum lässt man sich da nicht, oh. Warum lässt man sich da nicht ein schönes Klicksystem einfallen? Okay, wir gehen das Ganze mal ein bisschen mit Vorsicht hier genießen, weil wir wollen ja im Endeffekt keine Lamellen verbiegen. Erstmal, es würde jetzt die Kühlung jetzt nicht unnötig beeinflussen, aber es würde optisch katastrophal aussehen. Ich habe mir das halt immer angewöhnt, ich baue den CPU-Kühler immer zum Schluss dann einfach, damit mir das Ding nicht im Weg steht, wenn, weil wir haben, na gut, jetzt können wir mal gucken, ne? Also wir bauen jetzt mal rein. Ja, siehst du? Ja, siehst du, du hättest schon mal ein Problem, den Nachbarn anzustecken. Ja, aber hier geht's schon los. Ich würde die Schraube hinten am Mainboard nicht rankriegen. Also ich müsste jetzt eher vom, gut, ich habe jetzt noch einen schmalen Schraubendreher da, das würde durchaus noch eine Ausnahme geben. Aber wenn du hier hinten am Mainboard die oberste mittelste Schraube festziehst, komme ich nicht ran. Mathieu, es gibt Schraubenzieher, die sind 40 cm lang. Ja, aber ich bin noch kein Warenhaus-Shop. Die sind richtig geil, ohne Witz. Mathieu, ganz einfach, weißt du, was ich benutze zu, meistens beim PC zusammenschrauben, gerade in solchen kleinen Ecken? Und vor allem, wenn man Radiatoren festmachen muss, ne? Da weiß ja selber, im Gehäuse hast du meistens so eine kleine Vera-Ratsche. Das sind die ganz kleine. Da passt optimal halt ein Bit rein. Ein Kreuzbild. Also halt Philips. Und damit schraube ich das mal alles fest. Problemlos. Jetzt kommt ja für die Leute das Schönste meistens, also für die Gamer vor uns alle. Weil der PC braucht ja noch eine Grafikkarte. Also ja, ich weiß, ist aber die Frage, PC-Zusammenbau, ja, ist es spektakulär, ist es nicht spektakulär. Es ist starke Auslegungssache. So, Grafikkarte, für die Leute, die sie noch nicht gesehen haben. Wir haben uns für eine RX 5700 XT entschieden von, jetzt habe ich einen Cliffhanger. Power-Cooler. Es gab ja große Beschwerden wegen der, also was heißt Beschwerden, Kritik, weil hier fehlt der Rotstich. Das Einzige, die Lüfter sind ja nur noch rot. Der Rest ist ja wirklich dieses grau-schwarze Design, aber wirklich aus Metall, was halt persönlich optisch einen geilen Eindruck macht. Das also, auch bei euch oder ist bei allen die Framerate so absolut? Ja, das liegt daran, dass die Handys warm laufen in dem Zimmer, weil sie scheiße warm sind. Ich muss mal gucken, dass ich die Smartphones gekühlt kriege.
Wollte ich ja vorhin schon fragen, weil was hat er für einen Monitor, dein Kollege? Der hat aktuell noch einen Full HD Monitor. Wird natürlich nochmal geupgradet. Ich denke mal vielleicht Weihnachten hin. Oder vielleicht sogar zum Black Friday, ob man da ein Angebot findet, wo man sagen könnte, hey, 27 Zoll WQHD Monitor. Wird's werden. Muss aber gucken. Erstmal abwarten. Aktuell habe ich seinen alten PC noch hier, den können wir dann, also er hat jetzt ungefähr seit einem halben Jahr kein PC gehabt, weil er gewartet hat, dass die Preise gut sind. Du hast seinen alten PC dort? Ich habe seinen alten PC hier, ja. Aber Management mal so zu zeigen. So, genau, unser PC, wie gesagt, jetzt seht ihr nochmal den PC von oben. Ich denke mal, sieht auch soweit ganz schön und dezent aus. Wir gucken uns das mal an. Jetzt kommt ja gleich euer Lieblingsporn wieder. Aber zwischendurch noch ein bisschen. Oh nein. Bisschen Werbung. Wir haben hier einen wunderbaren Gaming-Stuhl. Wunderbar, aus mal schön in Holz. Toller Sitz. Kann ich nur empfehlen. Mach die Kamera groß. Also, der könnte euch gefallen. Ganz nach eurem Geschmack. Wie gesagt, jede dunkles Holz passt in jede Wohnung. Kann ich prinzipiell nur empfehlen. Und der ist gut. Das ist ein toller Gaming-Stuhl, oder? Den kannst du nur empfehlen. Ist das geil? Das Thema Grafikkarte können wir morgen nochmal bequatschen. Ob wir das Kabel von der Grafikkarte oben oder unten noch langlegen, das sollte ja nicht das Problem sein. Das könnten wir immer noch machen. So, wenn es jetzt weiter keine Fragen gibt, würden wir den Stream für heute erstmal beenden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich würde sagen, ich wünsche euch einen schönen Freitagabend. Dann ein schönes Wochenende. Ich hoffe, wir hören und sehen uns morgen wieder. Und dann würde ich sagen, haut rein. Und wer noch Bock hat, kommt auf tech-gaming.de.